Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beeman G-Drive. Und ja, ich habe mal wieder ein paar neue Mans runtergeladen und dementsprechend werden wir natürlich auch ein paar neue Maps haben. Wir haben, ich gehe mal durch, Finland Rally, die kennen wir schon, die hatten wir vor vielen, 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 vielen Folgen mal. Dann Grey Room, das ist so, eigentlich nur eine graue Map, bei der es crashen kann, aber dadurch fällen halt eben die Autos viel besser auf. Dachte ich mir, komm, lade ich mal runter und testen wir das aus. Rainbow Road, Work in Progress. Das ist ein bisschen wie Mario Kart. Und die, auf die ich mich besonders freue, VR City von Nadeox. Alle nie getestet. Ich denke, ihr wollt bestimmt die Rainbow Road sehen. Also gehen wir mal auf die Rainbow Road. Ich werde nur kurz die Aufnahme cutten, damit es lädt. Also wir sehen. So gut, da sind wir hier auf Rainbow Road. Und sieht schon mal sehr interessant aus, muss ich sagen. Jui, Sterne. Am Boden. Und ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall mal zu unserem Wagen gehen. Wir wählen uns mal einen schicken aus. Welchen Wagen nehmen wir denn? Wollen wir den Preload nehmen? Na, nehmen wir heute mal nicht. Nehmen wir mal. Ich habe jetzt auch die B25 Mitchell wieder drin. Ich habe ein paar Mods runtergeladen. Ich werde in den nächsten Tagen mal dazu auch die Links in die Beschreibung packen. Ich habe auch Variationen von 9. Wissen wir, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den. Wo ist er? Hallo, SBA Folge, müssten wir einige neu sehen. Ja, guck, da haben wir zum Beispiel Samurai, Monster und so weiter. Wir haben viele, 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 viele Luxury, viele neue Versionen. Wir gehen einfach mal in unseren ETK 800. Oh, hier haben wir natürlich auch eine Version, Tow Package. Nicht viele, neue Version. Können wir mit TDX Sport, die ist glaube ich auch neu, weil die sieht hier anders aus. ETK Sport Package. Die sind halt eben alles so ein paar neue Sachen, die hinzugefügt werden. Hier nehmen wir ein passendes helles Blau, den ganzen Regenbogen fahren. Hier sind wir dann innen drin und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Mit unserem ETK 800. Man kann links und rechts fahren, nur erstmal. Ah komm, wir fahren erstmal rechts. Ich habe das Gefühl, wir werden hier sehr. Ups, so, wollen wir gerade ausmachen. Sehr schön unseren Wagen schrotten, wir bremsen mal lieber ab. Müssen wir da springen. Oh Gott. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben den falschen Wagen dafür. Ich weiß auch nicht, warum ich das denke, aber ich glaube, die Sunburst-Version ging ja nicht. Zum Glück macht unsere Heckschussstange, die in unsere Rädern klemmt, nicht wirklich viel. Und jetzt werden wir gleich nochmal springen. Oh Gott. Oh. Und jetzt noch weiter runter. Und da ist der Wagen Schrott, jetzt klemmen wir nach unten auf. Gut, ich muss hier mal. Ich will nur mal kurz gucken. Also ich muss schon sagen, das sieht schon echt cool aus. Schon eine geile Map. So, wir brauchen aber auf jeden Fall brauchen wir was Geländegängigeres. Und da würde ich sagen, nehmen wir den DW Rock Bouncer, den guten alten, aber schön mit 4 PS, würde ich sagen. Also kurz laden lassen. Und dann, warum ist denn in so einem richtig ekligen Grün? Und nicht 450, sondern 1400 PS, bitte. So, und da legt er schon mal ordentlich los. Boah, weite Strecke hier, 150 km/h. Oh, 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 oh. So, hier schön langsam. Wir wollen das nämlich nicht überschlagen. Da, guck, da ist der perfekt hier. Das ist eben nicht die Kurvenlage vom ETK 800 oder so. Da müssen wir aufpassen. So viel dazu. Und. Oh. Ah, kommt, wisst ihr was? Wir nehmen den D-Series. Oh, der hat auch natürlich ein paar neue Looks. Was haben wir denn? Service Truck. Restyling. Old Offroader. Extended Cab Service. Cool, also einige neue. Daytona. No Supercharger, but a growling V8 combined with Offroad Suspension should still be fun. Okay. Flail. Okay. King of Demolition. Oh, das wird interessant, was wir da haben. Behemoth. Aber ich will eigentlich nur Alabama Extended. Oh, das sind coole Sachen. Dread sogar. Pick. Grizzly. Nehme ich mal die Pick-Variante. Weil die dürfte ziemlich budgetmäßig sein. Also sie dürfte relativ gut sein. Die ist schnell, gut gefedert und robust. So, fangen wir erstmal hier links. Was haben wir denn hier links? Hat gar keine Rücklichter, fällt mir auf. Aber er hat ein drittes Bremslicht. Hauptsache er hat das dritte Bremslicht. Ich habe kein erstes und zweites. Hier haben wir so eine kleine
Nebenstrecke, okay. So. Wow, wow, wow. Also fast, dass ich da überschlagen. Komm, 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 komm. Finish. Okay, das ist eine interessante Strecke. Oh. Boah, der hat so viel Bodyroll, der Wagen. Er bringt sich so in die Kurven durch die Suspension. So. Oh, hier ausweichen. Gut, die Strecke wurde selbst vom Macher als Mario Kart für BMG betitelt. Oh, wir brauchen eine Kart-Mod. Und wir brauchen den Multiplayer. Dann ist diese Strecke so viel Spaß. Also jetzt nicht unbedingt die hier vielleicht. Wow, die dürfte auch lustig sein. Aber die da hinten. So, oh Gott, der ist schwer zu handeln, vor allem mit Tastatur. Aber der ist lustig, der macht Spaß. Machen wir eine Handbremse. So, ein bisschen driften. Ich habe irgendwie das Gefühl, seitdem ich auf. Oh, Finish, so. Seitdem ich von Pfeiltasten auf WASD umgeschaltet habe, kann ich, glaube ich, besser fahren als davor. Also, es ist irgendwie nur so meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das wäre auf jeden Fall was ganz Praktisches, vor allem, weil man ja im BMG auch echt fahren muss, fahren können muss. Oh, oh, da haben wir uns reingesetzt. Das wäre zu cool, hätte das geklappt. Komm, wir drehen dich mal um. Danke. So, wollen dich. Guck dich mal die Spiegelung an. Jetzt sieht man sie hier nicht so wirklich. Aber eben hat sich da schön die Regen, haben sich die ganzen Regenbogenfarben gespiegelt. Da auf der Motorhaube. So, wollen wir hier schön langsam. Ja, Radiator Damage. So ganz fein ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall okay. Hier kann sich schön rein. Oh, ich liebe die Suspension Sounds, ne? Wie könnte man ohne die spielen davor? Frage ich mich gerade. Es ist so viel lustiger, hier solche Strecken zu fahren, wenn man richtig hört, wie halt eben die Federung arbeitet. Bremsen, 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 bremsen. So, da nochmal. Oh, böse vorne aufgeknallt. Weiter geht's aber. Kein schwerer Schaden dran, nur ein bisschen verbogen und der Radiator ist beschädigt. Aber sonst geht's. So, hier rum. Oh Gott, nicht nach links, nicht nach links! Wow, wow. Das war knapp. Gerade noch so gefangen. So, okay, gehen wir mal Gas. Ich hoffe, jetzt erwartet mich. Kommt nichts Unerwartetes. Okay, das war unerwartet. Oh Gott. Und wir knallen auf die Strecke rauf. Oh. Und noch weiter runter. Ach oh Gott. Guckt euch den armen Wagen an. Fährt er eigentlich noch? Nee. Guckt euch diese Hinterachse. Ist die einmal komplett verbogen? Nee, glaub nicht. Okay, wollen wir nochmal losfahren? Fahren wir nochmal mit Geschwindigkeit lang. Nein, nein, nein. Oh. Okay, ich wollte jetzt gar nicht da reloaden. Das war jetzt mein Fehler. Oh, die Abgase hinten. Kommt ganz schön ordentlich da raus. Und ich freue mich so auf den Multiplayer. So. Ah. Okay. Sehr ordentlich beschädigt da vorne. Gehen wir mal in die First Person. So, hier rum. Dann haben wir eh gleich wieder einen Jump vor uns, bei dem wir uns ziemlich auf die Front packen werden. Ich sehe nichts. Oh Gott, und noch einer. Oh Gott. Bleib oben. Nein. Gut. Nehmen wir mal einen anderen Wagen. Der ist dem nicht gewachsen. Haben wir eigentlich neue Peach-Varianten? Glaub nicht. Wie Grand Marshal. Was haben wir denn bei Grand Marshal so? Rally, Riviera, Retro. Die Versionen sind gar nicht dafür gedacht eigentlich. Haben wir nicht irgendwas, was wunderschön offroaden kann? Hier vielleicht beim Roma nochmal was richtig krass offroadiges. Drag, ah, das ist aber auch noch Drag-Varianten. Also Kodiak, Delta, Storm Chaser. Heavy Duty Suspension with Steelies and Offroad Tires, V8 Engine with Stage 1 Tow, and a 5-speed manual transmission, pushable light by fender, flares, tow hitch. Fully equipped roof rack and a black leather interior. Now chase some tornadoes. Oh, Sheriff unmarked. Das ist natürlich auch cool. Medical Car. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch die Serie, die auf Discovery mal lief. Ich weiß nicht, ob die mir auch im Free TV lief. Verrückt nach Tornados hieß so. Hieß. Also geguckt hat. Ich halte die Serie geliebt. Ich finde sowieso Tornados schon ziemlich fasziniert. Irgendwann würde ich mal sehen. Aber aus Sicherheitsdistanz, bitte. Danke.
Und deshalb soll es das Stormchaser-Teil natürlich richtig cool. Man bräuchte mal so eine Mod für einen Tiff oder Dominator. Das wäre schon richtig nice. Das wird, denke ich, aber nichts. Da müssen wir aufpassen, weil der ist nicht so für Offroad gemacht. Und das haben wir perfekt gemacht. Wie die anderen zwei Fahrzeuge. Also der DW Rock Bouncer oder die Variante des D15s. Die sind natürlich beide viel mehr dafür gemacht als hier unser kleiner Roma. Aber der Roma hat sowieso einen Platz in meinem Herzen. Ich mag ihn. Bremsen, 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 bremsen. So, und jetzt einmal ausschlagen. Danke. Wir reloaden ihn einmal. Dann haben wir ihn nämlich hier schon mal sicher. Ich will nämlich mal ein bisschen weiterkommen. Und nicht immer an der gleichen Stelle reloaden müssen. Oh, die Spiegelungen sehen aber schön aus hier. Mit bunte Autos. Obwohl der Wagen eigentlich nur grau ist. So. Okay, wir haben die Handbremse benutzt. Und sind dadurch nach innen gerutscht. Ja, okay, ist eigentlich logisch, dass wir nach innen rutschen. Aber jetzt hier schön nicht so viel geschwungen. Und wir sind weiter als je. Als je? Warte. Denn je, nicht als je. Nehmen wir den rechten Weg. Der sieht auch lustig aus. Oh. Oh Gott. Boah. Holprige Straße. Guck dich an, was die Räder da machen. Okay. Alles gut. Boah, das wackelt alles sehr. Oh Gott, das ist nicht schön für den Wagen. So. Also jetzt sollten wir gleich wieder auf eine schöne Straße kommen. So. Okay, nee, das wackelt die ganze Zeit ziemlich. Wobei hier nicht so... Nein! Boah. Und Feuer und alles. Boah, Gott, das sieht cool aus hier mit den Spiegelungen. Das sieht man eben jetzt hier durch den schwarzen Hintergrund, weil hier nichts wirklich anderes spiegelt. Guckt euch das mal an, das sieht hier schon cool aus. Ups. Was hab ich gemacht? Okay, wir haben reloaded. Jetzt ziehen wir einfach gleich mal hier runter. So ist das gedacht. So macht man das mit dem Wagen. So, einmal reloaden, danke. Komm. Das lag mal am Boden, ja. Jetzt aber nicht mehr. Okay. So, komm. Und nicht fallen, nicht kippen, nicht kippen. Oh. Vorne rechts das Rad schon abgehoben. Okay. Dann hier rum. Nehmen wir jetzt mal die linke Strecke. Okay, wir kommen gar nicht dazu, die linke Strecke zu nehmen. Okay, komm, nehmen wir einmal ein Sportrad. Ein Sportwagen. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn beim Bowlight? Oh nein, so wollte ich es nicht. Okay, jetzt nehmen wir den normalen Bowlight. Der wird sowas von rausgehauen in der ersten Kurve. Oh, das war zu weit. Komm, komm, komm. So. Der wird halt eben wahrscheinlich einfach aufsetzen. So, Handbremse. Danke. Umdrehen. Und... Oh Gott, nee. Okay, der tut sich schwer, der Bowlet. Soll ich jetzt einfach rollen lassen? Danke. Der Bowlet ist ja immer noch unfahrbar, aber... Also er fährt sich ja schon besser als sonst, als normal, besser als früher. Aber es ist immer noch verdammt schwer, den wirklich halbwegs vernünftig zu fahren. So, schön vorsichtig. Gut. Hier jetzt aufpassen, da können wir springen, das wollen wir nämlich nicht. Und dann nehmen wir mal den linken Weg. Klick. Nicht. Alles gut. Ruhig. Civic. Nicht Civic. Bowler, Civetta, Bowler, nicht Civic. Ist auch kein Honda. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bremse. Okay. Und jetzt? Ich hoffe, nach vorne rechts wieder zurückzufahren. Jetzt nach links vielleicht Momentum benutzen. Nee. Oh, der war das. Der Reifen dürfte ziemlich heiß werden. Okay, jetzt können wir hier mit Handbremse rumziehen. Danke. Also jetzt kann ich hier natürlich einen Vollgas geben, jetzt leiden wir drunter. Boah, guckt euch an, wie die ganzen Wellen hier. Klick, klick, klick. Okay, okay. Und jetzt knallen wir runter. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Hoffe, es euch gefallen hat. Ich denke, wir gehen nächste Folge auf die VR-Insel. Denkt dran, unter der letzten, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, die euch jetzt noch einfallen, nicht unter dieser Folge posten, sondern unter der letzten Folge posten, da werde ich nachgucken. Und ja, ich werde dann in den nächsten Tagen, irgendwann nächste Woche werde ich dann wahrscheinlich einfach die Special-Folge machen. Sozusagen die nachgetragene Folge 700. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Auf's Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.